einen E-Bass, also einen elektrischen Bass aufzunehmen, ist doch nun wirklich kein Hexenwerk, ne? E-Bass, Kabel raus, Kabel ins Interface rein, aufnehmen, ab dafür. Man kann sich aber natürlich auch ein kleines bisschen mehr Mühe dabei geben und wie ich das genau gemacht habe im Rahmen meiner Reihe Ein Mikro, ein Song, das erzähle ich dir heute. Setup, Aufnahme, schauen wir uns alles an und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und falls du relativ frisch auf diesem Kanal sein solltest und denkst, der ein oder andere Trick hat mir aber schon weitergeholfen, der Typ ist auch gar nicht so übel, dann klick doch schnell auf den Abo-Knopf und vergiss die Glocke daneben nicht, denn dann kriegst du immer einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt und bleibst voll auf dem Laufenden. Es lohnt sich auf jeden Fall, da drauf zu klicken. Kostet auch nichts, ist ein kostenloses Abo. Würde mich sehr freuen, wenn du mich mit deinem Abo unterstützt. Im Rahmen meiner Reihe Ein Mikro, ein Song, die ich aktuell habe, in der ich einen 17 Jahre alten Song nochmal neu aufnehme und zwar nur mit einem Mikrofon, kommen wir heute zu dem Punkt, wo ich den Bass aufnehme und zwar nehme ich einen elektrischen Bass oder wie ich immer sage, einen Drahtbass, weil nämlich Saiten drauf sind. Und das klingt relativ trivial, Drahtbass aufnehmen ist ja schon, wie ich es gerade im Intro gesagt habe, relativ einfach. Drahtbass, Kabel, ab ins Interface, sauber aufnehmen und ab dafür. Man kann im Mix alles machen, was man damit möchte. Man kann sich aber auch ein kleines bisschen mehr Mühe machen, zum Beispiel, indem man den Bass über einen Amp aufnimmt. Einen Verstärker. Und ich habe das heute mal gemacht. Ich habe einen Gitarrenverstärker genommen von mir, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich in der Mangelung eines Bassverstärkers nichts anderes zur Hand hatte. Aber so ein 12-Zoll-Speaker in so einem Gitarrenverstärker ist ja durchaus in der Lage, auch ein bisschen tiefere Frequenzen wiederzugeben. Und wie das genau geklungen hat, das schauen wir uns gleich mal im Mix an. Kommen wir zuerst aber nochmal zu der Aufgabe, zu klären, wie ich denn den Bass eigentlich aufgenommen habe. Denn einfach nur Bass aufnehmen klingt ja sehr trivial. Ne? Das ist ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit dem Kabel und so weiter. Aber es fängt ja schon damit an zu entscheiden, wo man auf dem Bass zum Beispiel spielt. Nehmen wir mal so einen Bass zur Hand, dann siehst du ja, das hier ist mein Bass, mit dem ich aufgenommen habe, den stelle ich dir gleich nochmal ein bisschen genauer vor. Aber allein die Tatsache, dass man schon hier spielen kann, relativ in der Nähe vom Hals, oder dass man eher hier spielen kann, in der Nähe von der Bridge hier hinten, macht schon einen riesigen Soundunterschied. Ne? Man spielt hier vorne, da ist die Saite, die kann deutlich mehr ausschwingen hier vorne, wenn man da reinknetet. Ist auch ein bisschen weicher im Anschlagsspiel, im Spielgefühl. Und hier vorne gibt es deutlich mehr Tiefbass, mehr Wummerung, Wummerungen, ja, das ist das ein Wort, ein deutsches Wort, Wummerungen, es wummert auf jeden Fall deutlich mehr. Hier hinten ist der Sound insgesamt ein bisschen knackiger und überall hier zwischen sind so Zwischentöne, dass man sich erstmal entscheiden muss, überhaupt welchen Sound man haben möchte. Je nach Groove oder je nach Sound, je nach Genre auch ist es unterschiedlich und da muss man sich als erstes schon mal für entscheiden. Ja, schwierige Entscheidung und natürlich, wenn man sich festgelegt hat, dann muss man ja auch erstmal dabei bleiben. Zweite Entscheidung ist diese hier. Spiele ich mit Fingern? Bin ich überhaupt in der Lage, mit den Fingern das zu spielen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe? Also rein motorisch zum Beispiel. Ich bin kein von Haus aus Bassist. Dementsprechend habe ich immer Schwierigkeiten, wenn ich mit den Fingern spielen muss. Ich kann natürlich hier wie James Jamerson mit The Hook mit dem einen Finger spielen hier auf der Seite. Aber da bin ich bei weitem nicht so schnell wie James. Gott hab ihn selig, aber ein wunderbarer Bassist. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, dann mach mal ganz schnell einen kleinen Klick auf die Pause und guck mal kurz bei Wikipedia oder bei YouTube, was James Jamerson macht. Am besten machst du es nach dem Video, dann verpasst du hier auf jeden Fall nichts. Auf jeden Fall, James Jamerson hat mit einem Finger gespielt und den nannte man dann The Hook. Es gibt aber auch die Entscheidung, nicht mit Fingern zu spielen. Man kann natürlich auch mit Plektren spielen. Und ich habe hier mal zwei zur Hand. Ich stelle mir den Bass wieder weg, wo der mir aus der Hand gleitet hier. Man kann zum Beispiel auch mit Plektrum spielen. Aber da auch die Entscheidung, mit welchem Plektrum spiele ich? Spiele ich mit diesem hier, mit dem weißen oder mit dem grünen? Das ist so wie bei Matrix. Ne? Willst du die rote Pille oder die blaue Pille? In diesem Fall ist es das weiße Plektrum. Das macht Schnapp, schnapp, schnapp. Es ist ganz dünn. Das heißt, es spielt sich ein bisschen schwieriger, weil es nicht so präzise im Anschlag ist. Dafür hat es diesen Sound auf der Seite hier. Und das kann ziemlich cool sein, wohingegen dieses Plektrum hier mehr Kontrolle auf der Seite gibt. Es ist insgesamt dicker, klingt aber auch ein bisschen anders auf der Seite. Ich habe mal eine Testaufnahme gemacht, zeige ich dir mal eben. So klingen die beiden Plektren unterschiedlich auf der Seite. Und du hörst schon, dass es da tatsächlich einen wirklichen Unterschied gibt, also wieder eine Entscheidung, die man treffen muss. Wo spiele ich auf dem Bass, mit welchem Bass spiele ich, wo spiele ich mit welchem Plektrum oder mit den Fingern und so weiter und so fort. Ich habe mich letzten Endes dann für das dünne Plektrum entschieden hier, weil ich diesen Sound auf der Seite tatsächlich haben wollte und man hört den dann auch in der Aufnahme. Ich habe mich für die Position kurz hier vor dem
vor dem Tonabnehmer entschieden, weil es ein bisschen knackiger ist, ein bisschen grooviger sein sollte. Und eben die Tatsache, dass ich über einen Gitarrenverstärker aufgenommen habe und parallel trotzdem aufgenommen habe über den Instrumenteneingang mit der Splitterbox, die ich dir neulich im letzten Video vorgestellt habe. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir das hier oben mal einblenden, kannst du mal reinschauen. Aber so, nur so viel, ich habe zwei Signale aufgenommen, damit ich später im Mix dann auch ein bisschen spielen kann. Und das Ganze habe ich dann in, glaube ich, in dem Fall mit drei Durchläufen einfach mal aufgenommen, habe mir vielleicht auch ein kleines bisschen Varianzen da einfallen lassen, damit ich dann später dann im Mix nochmal eben auswählen kann, ob ich die eine oder andere Stelle ein bisschen so rum oder so rum nehme. Schauen wir uns aber gleich im Mix an. Vorher zeige ich dir noch mein Setup, dann gehen wir in das Einspielen, das ich dir noch zeige, und danach geht es dann in die Mix-Session. Das ist also das, was dich jetzt als nächstes erwartet. Falls dir dieses Video aber jetzt schon gefallen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drück einfach schnell auf zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und ich zeige dir jetzt mal, mit welchem Setup ich aufgenommen habe. Danach, wie gesagt, die Aufnahme, und dann geht es auch schon rüber in die Session. Wir gucken mal, was wir mit den Aufnahmen genau machen und vor allem, wie die klingen. Also, los geht's. Dann schauen wir uns nochmal eben schnell das Setup an, mit dem wir den Bass heute aufnehmen. Und das Wichtigste beim Bass aufnehmen ist natürlich richtig der Bass. Wir nehmen einen Drahtbass auf, ein Bass mit echten Saiten. Und das ist heute mein Fender Precision 1973, den ich hier mal aufgebaut habe, den ich gleich in die Hand nehme zum Spielen. Ein wundervolles Teil, mit dem es wirklich richtig Spaß macht aufzunehmen, weil er klingt einfach immer fantastisch, lässt sich wunderbar bespielen und ist wirklich altes Holz, schwingt halt auch nochmal anders. Da hat man einfach andere Vibes, ein anderes Gefühl, wenn man diesen Bass spielt. Und das ist wirklich ein ganz schönes, tolles Instrument, das ich wirklich durch Glück und Zufall gefunden habe und tatsächlich auch auf Verdacht gekauft habe. Ich musste einfach mal riskieren, ein schönes Instrument zu kaufen. Diesen habe ich gekauft, wie gesagt, er ist im Originalzustand, wunderbares Teil. Und wir folgen mal dem Kabel, was ich hier reingesteckt habe. Denn was? Folgen dem Kabel mal hier schön, wupp, ich hoffe, du wirst nicht besoffen von der Kamerafahrt, hier direkt in den Splitter. Und wenn du das letzte Video gesehen hast, dann weißt du, was ich mit dem Splitter mache. Ich teile das Signal auf, und zwar in zwei Signale. Das eine geht hier direkt ins Interface rein, das heißt, wir haben hier ein direktes Signal im Interface drin und können das dann direkt aufnehmen. Das wird sehr clean und sehr sauber sein, wenn wir das aufnehmen. Ich habe das so eingepegelt, dass es zu keinen Übersteuerungen kommt. Logisch, wir wollen ja ein sauberes Signal aufnehmen. Das zweite Kabel geht hier aber rüber in meinen Mesa Boogie Verstärker. Einen Gitarrenverstärker, den ich genommen habe. Ein Studio 22 Plus Röhren Gitarrenverstärker. Und du wirst dich fragen, warum ein Gitarrenverstärker? Ich habe keinen Bassverstärker, ganz einfach. Aber ein 12 Zoll Speaker ist durchaus auch geeignet, einen Bass wiederzugeben. Und in anderen Verstärkern sind sogar nur 10 Zoll Speaker drin. Im Fender Bassman zum Beispiel sind 4 10 Zoll Speaker drin, 4, weil dann einfach, ja, geht nichts über Pappe, ne? Außer noch mehr Pappe. Aber der 12 Zöller, der hier in diesem Verstärker drin ist, der reicht durchaus auch, um einen schönen charakteristischen Sound rauszuzaubern. Und das Mikro habe ich jetzt hier vorgestellt. Du kannst sehen, das ist quasi direkt irgendwo zwischen Pappe und ja, und Kalotte zeigt, da habe ich es mal hingestellt, habe es ausprobiert, das klingt ganz ordentlich, und deswegen werden wir damit auf jeden Fall einen schönen charakteristischen Sound kriegen, der dann quasi auch vom Interface aufgenommen wird. Das heißt, wir haben hier am Interface haben wir einmal das normale Signal, einmal das Mikrofonsignal und können dann beide Signale aufnehmen. Ich bin mal sehr gespannt, ob eine Latenz zwischen den beiden sein wird. Ich glaube eigentlich nicht, dass da irgendwie eine Latenz ist, weil Strom fließt mit Lichtgeschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass da ein Unterschied zwischen den beiden Signalen ist. Aber das schauen wir uns gleich einfach mal an der Wellenform noch im Mix an. Jetzt gehen wir erstmal rüber in den Mix und gucken mal, was ich aufgenommen habe. Ach ne, wir gucken uns vorher noch eben an, wie ich aufgenommen habe. Und das sah so aus. Ich bin coole Sau auf dem Land und in der Stadt, und ich zeig den ganzen Geld, wo der Frosch die Locken hat. Ja, die Straße ist der Ort, wo ich's allen anderen zeig, denn die Mädels warten auf mich. Soweit ich weiß, wenn ich Kuro oder Muro oder mit dem Skateboard huse, bin ich ungeschlagen böse. Böse wollte ich sagen, was ich meine, ist natürlich nett, denn was ich so gerne hätte, ist eine Maus, so sieht's aus. Weil ich bin zur Zeit eher solo auf der Suche nach einer richtig scharfen Braut. Muss nicht blond sein oder braun, aber mich aus der Socken hauen. Darf ich wehtun oder schmerzen, hat den Fleck am Licht genetzt. Sag ich ja, geht weg. Ich mein, bleib doch lieber da, weil eins ist sonnenklar, denn wenn ich mal eine sehe und zum Ansprechen den gehe, sprich ich flüssig und verkrüppt, weil mein Kiefer ist gehemmt. Ist beim Rippen echte Pflicht, doch bei mir zählt es nicht. Weil immer wenn ich da normal sprechen will, geht die Maulsperre nicht weg und ich krieg die Zähne nicht auseinander und die Dame meiner Wahl geht stiften und ich kann doch nichts dafür, außer mich entschuldigen und sagen, dass ich eigentlich total nett bin und versuche mich beim Sprechen richtig anzustrengen, aber ich hab trotzdem dieses Problem, meine Zähne auseinanderzukriegen. Egal ob ich rippe oder sing, hab ich trotzdem dieses Problem, meine Zähne auseinanderzukriegen. Mal mit singen. Gar nicht so schwer sein. Ach du Scheiße, ist das schwer, wenn ich doch nur so ein bisschen wie Sascha wär oder nur ein kleines bisschen wie
Neido, da würde ich singen nur für du. Weil eins ist ja schließlich jedem klar, ganz alleine sitz ich hier in der Bar und habe immer weiter mein Problem, meine Zähne auseinander zu kriegen. Schubidu und Rappididab, dieses eine Problem krieg ich so nicht weg. Doch, ich mach Video mit super vielen Hasen, die können eh nur tanzen und müssen nicht reden. Aber ich hab trotzdem das Problem, meine Zähne auseinander zu kriegen. Egal ob ich rap oder sing, hab ich trotzdem das Problem, meine Zähne auseinander zu kriegen. Trotzdem das Problem, meine Zähne auseinander zu kriegen. Egal ob er rappt oder singt, aber trotzdem das Problem, seine Zähne auseinander zu kriegen. Ich hab trotzdem das Problem, meine Zähne auseinander zu kriegen. Egal ob ich rap oder sing, hab ich trotzdem das Problem, meine So, dann sind wir jetzt endlich in der Session nach der langen Aufnahme. Ich habe das ganze Ding insgesamt dreimal eingespielt. Das heißt, insgesamt sind 3 Aufnahmen auf der Platte gelandet. Du siehst jetzt hier nur eine. Das liegt daran, dass ich die im Moment nicht eingeblendet habe. Aber wenn ich hier mal bei meinen Spuren hier einfach mal auf der linken Seite hier draufklicke, auf dieses kleine unscheinbare Symbol hier, da steht da Ebenen ausklappen. Dann siehst du, wenn ich hier rausgehe, dass hier 3 Ebenen aufklappen. Das sind diese 3 Aufnahmen, die ich gemacht habe. Das ging, weil ich für meine Aufnahmedurchläufe, für die Loops eingestellt habe, dass mit jedem Loop ein Take erstellt wird. Hier in den Aufnahmeeinstellungen kann man das einstellen von Studio One und dann kann man hier einstellen, dass da Takes aufgenommen werden und diese Takes als Layer, also als Ebene untereinander dann angelegt werden. Dadurch wird dann die vorige Aufnahme nicht überspielt, sondern einfach ein neuer Layer, eine neue Ebene angelegt, sodass man dann alle 3 Aufnahmen zur Verfügung hat und da kann man sich dann später per Comping dann den besten Take rausmachen. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Als erstes zeige ich dir aber mal, was ich normalerweise mache, wenn ich hier solche Mehrspuraufnahmen habe, zum Beispiel im Bass mit mehreren verschiedenen Signalquellen, wie direkt ins Interface rein und mit dem Verstärker zum Beispiel oder beim Schlagzeug ist es das Gleiche. Als erstes gebe ich normalerweise erstmal die Farbe hier für die beiden Spuren. Das habe ich jetzt schon gemacht. So eine Farbkodierung kann immer sehr hilfreich sein im Mix, damit man weiß, welche Spuren wo liegen. Also falls du das noch nie gemacht haben solltest, gewöhnst dir ruhig mal an, dass du so eine Farbgebung bei deinen Spuren hast. Also bei mir ist gelb immer der Bass, rot sind immer die Schlagzeugspuren, deswegen kannst du oben die Schlagzeugspuren sehen. Unten sind halt die Bässe dann darunter. Und als nächstes kontrolliere ich dann die Phasenlage. Also sind die beiden Signale tatsächlich ungefähr phasenstabil? Wir haben ja immerhin mit 2 Quellen aufgenommen. Einmal direkt ins Interface rein und einmal über den Verstärker. Und da kann schon so ein zeitlicher Versatz zwischen diesen beiden Signalen sein, der dafür sorgt, dass du vielleicht kleine Phasenauslöschungen hast und dass der Bass vielleicht dadurch ein bisschen dünner werden kann. Und um das auszuschließen, muss man natürlich als erstes mal checken, wie die Phasenlage zwischen den beiden ist. Und dann sagst du, Strom fließt doch mit Lichtgeschwindigkeit. Wie soll denn da ein zeitlicher Versatz zwischen den beiden stattfinden? Aber es ist relativ simpel. Das eine Signal geht direkt ins Interface rein, das andere Signal erstmal aus dem Bass raus in den Verstärker, aus dem Verstärker raus auf die Pappe, von der Pappe über den über die Luft quasi, über den Schall auf die Mikrofonmembran und dann erst ins Mikrofon und über dieses Mikrofon dann quasi ins Interface rein. Will sagen, da kann schon ein zeitlicher Versatz dazwischen sein, der relevant wird, sodass sich der Sound ein kleines bisschen ändert. Kann man mal da aber relativ simpel hier überprüfen. Wir haben jetzt hier in diesem Fall ja nur 2 Spuren. Das heißt, wenn sich beide Spuren, wenn da Phasenprobleme zwischen diesen beiden Spuren sein sollten, dann kann man das durchaus mit einem Phasenschalter mal ausprobieren. Ne? Der Phasenschalter ist mitgeliefert bei Studio One, den findet man einfach hier im Plugin Mix Tool, das ist dabei, lädt man einfach rein und da siehst du schon, dass hier ein kleiner Schalter ist, der heißt Invert Phase, also auf Deutsch, dreh die Phase um. Die Phasenlage, falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir hier oben mal ein Video einblenden, weil da gehört ein kleines bisschen Grundlagenwissen dazu, das kannst du dir dann ja nach dem Video mal angucken. Nur so viel, wenn ich bei einem Signal jetzt die Phase drehe und wir irgendein Phasenproblem zwischen den beiden haben sollte, dann müsste der Sound von beiden, wenn ich sie gleichzeitig abspiele, fetter werden. Wenn es kein Problem gibt und ich die Phase drehe, dann wird der Sound dünner.
Ne? Also wenn jetzt der Sound dünner werden sollte, haben wir kein Problem. Wenn der Sound fetter werden sollte, hatten wir ein Problem und lassen das Plugin dann einfach mal drin. So, ich stelle mal beide Spuren auf Solo und wir hören mal kurz rein, wie es im Moment klingt. Und ich mache das Mix-Tool noch eben an, damit wir gleich die Phase drehen können. Also, so klingt es im Moment. Ganz cool. Und wir drehen jetzt mal bei einem Signal die Phase. Völlig anderer Sound, vor allem dünner, aber ein völlig anderer Sound. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, mit dem Sound wäre ich total glücklich, dann lass es am besten so, weil am Ende des Tages zählt ja immer der Sound, den wir haben wollen und nicht, ob wir irgendwie ein technisches Problem haben. Aber ich würde sagen, wir lassen die Phase einfach so, wie sie ist. Es gibt anscheinend kein größeres Problem zwischen den beiden Signalen. Das heißt, die Phasenlage scheint einigermaßen okay zu sein. Du kannst jetzt natürlich noch reinzoomen in die Spuren und das nochmal auf Mikroebene überprüfen, um zu gucken, ob die Wellen von beiden wirklich gleich laufen. Aber mir persönlich reicht jetzt schon dieser akustische Abgleich völlig aus, denn ich habe hier keine größeren Einschränkungen festgestellt. Also Farbe haben wir gemacht, wir haben die Phase haben wir überprüft. Als nächstes würde ich mal gucken, dass wir den besten Take zusammenstellen per Comping. Damit wir aber, wenn wir jetzt mit zwei Spuren arbeiten, jetzt hinterher kein großes Kuddelmuddel haben, sorge ich erstmal dafür, dass ich die beiden Spuren gruppiere und zwar zusammen in einer Gruppe zusammenfasse, sodass ich, wenn ich Änderungen an der einen Spur vornehme, das Programm dafür sorgt, dass diese Änderungen auf der zweiten Spur gleichzeitig genauso ausgeführt werden. Das heißt, wir haben dann immer die gleiche Aufnahme, egal ob ich jetzt hier beim Comping gleich aus dem ersten Take was rausnehme und aus dem zweiten und aus dem dritten. Das wird auf beiden Spuren gleichzeitig gemacht. Das geht, indem du hier einfach beide Spuren markierst, dann mit der rechten Maustaste draufklickst und dann hier ausgewählte Spuren nicht deaktivieren, sondern gruppieren. Du könntest jetzt auch am Mac Kommando G drücken oder am PC ist es dann Steuerung G ist es dann zum Gruppieren. G wie gruppieren, kann man sich auch merken. Ne? Und dann wird eine Gruppe erstellt. Die nennt sich hier, ja, nach der ersten Spur wahrscheinlich Bass. Nennen wir die mal Bass, das passt. Und falls du diese Gruppe noch ein bisschen genauer einstellen möchtest, was diese Gruppe genau bedeuten soll, kannst du das hier auf der linken Seite machen. Und zwar hier, wenn du den Mixer aufhast, wird hier unten links so ein kleines Symbol angezeigt, dieses hier. Wenn du das aktivierst, dann wird hier oberhalb vom Mixer noch die Gruppe eingeblendet. Und da sind die Gruppen dann zu sehen. Ist auch das gleiche Symbol hier mit diesen kleinen drei Figuren. Und wenn du da mit der rechten Maustaste draufklickst, dann kannst du hier einstellen, was diese Gruppe alles für diese beiden Spuren oder für diese Spuren, die du da zu einer Gruppe zusammengeführt hast, was da alles gleichzeitig auf allen Spuren stattfinden soll. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich nur möchte, dass die Bearbeitung von diesen Spuren parallel und damit analog von der einen Spur zur anderen stattfindet. Das heißt, die Lautstärke soll individuell sein, soll also nicht in der Gruppe bearbeitet werden. Stumm und Solo soll auch nicht in der Gruppe bearbeitet werden. Aufnahmen könnte man jetzt aktiv lassen, wenn man vor der Aufnahme wäre, dann würden beide Spuren automatisch gleichzeitig auf Aufnahme geschaltet, wenn man bei einer nur klickt. Inserts würde ich separat lassen, damit, also das sind die Eingänge in dem Fall, beide Spuren haben ja einen individuellen Eingang, das würde ich dann nicht einstellen und Sends würde ich auch separat halten. Das heißt, in diesem Fall wäre jetzt nur Aufnahme und Bearbeitung wichtig. So, jetzt wird also in dieser Gruppe nur die beiden Spuren werden bearbeitet und jetzt können wir nochmal die Ebenen hier aufklappen, denn jetzt kommen wir zum Comping. Der Vorteil vom Comping ist, dass man sich aus diesen drei Takes, die wir jetzt hier gemacht haben, sich den besten zusammenklicken kann. Falls ich mir also verspielt haben sollte an einer Stelle, dann kann ich das super simpel einfach austauschen und gucken, ob ich bei der anderen Aufnahme an der Stelle richtig gespielt habe und kann dann die einzelnen Teile auswählen. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, kannst du auch mal suchen, kann ich dir ja oben auch mal verlinken, weil es ist auch sehr interessant, das Comping. Und wir gucken jetzt mal, wie das eigentlich geht. Ich zeige es dir mal ganz schnell im Prinzip. Ich muss das nämlich dann hinterher erstmal intensiv hören, welcher von diesen drei Spuren, welche mir von denen am besten gefällt. Und dann suche ich meistens die beste aus und bügel dann nur so Kleinigkeiten noch aus mit Hilfe der anderen Spuren. Das wäre ja also jetzt mit Sichten, nennt man das, oder in dem Fall Hören. Gibt es ein Wort für Sichten, was sich auf Hören bezieht? Ich habe keine Ahnung. Falls es dir einfällt, schreib es mal gerne unten in die Kommentare rein. Aber nur so viel. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel sagen, hier dieser Teil, der gefällt mir jetzt von diesem Track hier am besten. Das heißt, den kann ich hier einfach mit der Maus hier markieren und nutze ihn jetzt, dann wird oben auf jeden Fall dieser Teil genutzt. Und dann habe ich mich vielleicht verspielt an der Stelle und möchte vielleicht nur diesen Teil von der zweiten Aufnahme haben und vielleicht hier den ersten Ton noch von der dritten Aufnahme und dann aber den Rest wieder hier von der oberen Aufnahme hier. Diesen Schnubbel hier, den kann ich hier noch eben wegziehen hier. Mal gucken, dass ich das hier noch ausgeglichen kriege. So
Aber du siehst, man kann sich hier einigermaßen die Takes zusammenstellen, was man hier so haben möchte und sich dann die einzelnen besten Teile raussuchen. Geht auch bei Vocals sehr gut, also bei Stimmaufnahmen geht es sehr gut, dass man sich wirklich aus 3 oder 4 verschiedenen Aufnahmen, die man gemacht hat, wirklich den super besten Take zusammenklickt und das Ganze per Comping. Das ist jetzt wahllos hier natürlich geklickt, also muss man das hören, muss man das immer wieder vergleichen und dann dafür sorgen, dass am Ende des Tages hier der beste Take dann quasi rauskommt. Und wenn du den Take fertig hast, dann bist du glücklich. Und weil wir ja vorher gruppiert haben, haben wir natürlich dafür gesorgt, dass das auf beiden Spuren gleichzeitig stattfindet. Ich kann dir das auch nochmal zeigen. Ich klappe mal für bei beiden die Ebenen auf. Dann siehst du auch, dass hier die Gruppierung dafür sorgt, dass wenn ich jetzt hier diesen Teil auswähle auf der einen Spur, dass das unten bei der anderen Spur dann auch gleichzeitig so stattfindet. Also sehr praktisch. Comping, also um sich den besten Take zusammenzustellen. Jetzt haben wir also schon die Farbe geändert, die Phase überprüft und haben per Comping den besten Take zusammengestellt. Wie gesagt, das mache ich dann, wenn die Kamera aus ist und in Ruhe vor allem. Jetzt geht es noch darum, dass wir einen groben Sound einstellen, damit wir danach mit der Aufnahme weitermachen können. Wir haben das Schlagzeug ja schon aufgenommen, der Bass jetzt. Als nächstes kommt dann die Aufnahme vom Keyboard vielleicht oder von der Gitarre. Muss ich nochmal gucken, was da am besten sich anbietet. Ich wäre für Keyboard, aber vielleicht bist du ja für Gitarre und schreibst es mir unten in die Kommentare rein. Such dir doch mal aus, was ich als nächstes aufnehmen soll. Dann nächste Woche zeige ich dann, dass ich das dann aufnehme. Aber das verschiebt das andere Thema dann auch nur um eine Woche. Also gehen wir mal davon aus, dass ich die Keyboards nächste Woche als nächstes mache. Und wie gesagt, jetzt müssen wir einen rudimentären Sound zusammenschieben. Zu diesem Zweck würde ich sagen, nehmen wir erstmal die beiden Spuren und schicken die auf einen Bus, wo wir sie zusammenfassen, damit wir beide Spuren da erstmal zusammengefasst haben. Ich habe hier ja schon ein paar Busse angelegt. Einmal den Drumbus, wo alle Schlagzeugspuren drauflaufen. Dann traditionell bei mir dann die Mucke-Komplettspur, wo ich dann alle anderen Spuren zusammenfasse. Und deswegen müssen wir jetzt für die Bassspuren hier, ich markiere die mal beide, auch einen eigenen Bus machen. Klicke ich mit der rechten Maustaste drauf und suche dann hier einfach Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen. Und das wird dann auch gemacht. Klicke ich, zack, habe ich hier schon einen Bus und den machen wir wieder gelb, weil das ist ja Bass. Und den nennen wir dann Bass komplett. Und schieben den im Mischer dann noch an die Stelle, wo er hingehört. Erst die Drums, dann der Bass. So, jetzt auf dieser Spur wird jetzt quasi, ich mache das Solo mal kurz aus und stelle sie auf den Bus. So, auf dieser Spur wird jetzt quasi die Summe von beiden Bässen zusammengefasst. Und jetzt können wir uns im Prinzip schon durch Schieben der einzelnen Regler von der DI und der Mikrospur schon mal so einen groben Grundsound zusammenschieben. Und machen wir das mal einfach. Ich schiebe mal beide runter. Wir hören das mal auf Solo ab und dann gucken wir mal. Ich nehme das Mikro mal als Basis und danach die DI-Box vielleicht, um den Sound noch ein bisschen zu variieren. Also gehen wir mal rein hier, am besten hier hinten, da wird ein bisschen mehr gespielt. So, hören wir noch nichts natürlich, weil die Fader unten sind, also. Man hört schon, wie der Sound sich verändert. Nehmen wir mal das hier, da können wir uns jetzt erstmal drauf einigen. Vielleicht mache ich das später nochmal ein bisschen anders oder vor allem, wenn der komplette Song läuft, weil man muss den Mix ja am Ende des Tages eigentlich im kompletten Zusammenhang mit den restlichen Spuren auch machen. Jetzt geht es ja nur um Grundsound für die nächste Aufnahme. Die haben wir jetzt zusammengestellt und jetzt können wir hier, weil wir das auf einem Bus zusammengefasst haben, natürlich hier die Lautstärke variieren mit dem einen Fader vom Bus. So, wir haben also hier grob jetzt diesen Sound eingestellt. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch eben einen Kompressor drauf, damit der Sound insgesamt ein bisschen weniger dynamisch wird und da bietet sich dann normalerweise der Fat Channel an von Studio One, der mitgeliefert wird, weil der Fat Channel hat nämlich die Emulation vom LA2 Kompressor drin, den ich hier auswählen kann. Hier ist die Kompressorsektion und da kann ich dann hier einfach auswählen, dass ich den Tube, heißt er in diesem Fall, das ist eine Nachbildung vom berühmten Universal Audio LA2A Kompressor. Der hat den Vorteil, das ist ein optischer Kompressor, dass er ein bisschen langsamer reagiert und gerne bei Bässen zum Beispiel genommen wird. Man hätte ja auch mit dem 1176 arbeiten können oder mit dem normalen eingebauten Kompressor. Mache ich vielleicht auch nochmal ein Video zu, was die Unterschiede genau zwischen diesen drei Kompressoren sind. Und jetzt gucken wir aber mal, dass wir den erstmal aktivieren und dann hören wir einfach mal, dass wir so ein bisschen so die Spitzen abgefangen und komprimiert kriegen, damit wir gar nicht zu großartig hier eingreifen. Wir machen auch keinen Equalizer drauf, sondern dämpfen nur so ein kleines bisschen die Dynamik vom Bass, damit er mit dem Schlagzeug dann ein bisschen kompakter zusammenbleibt. Das machen wir mal kurz und gucken, dass wir so 3-4 dB Kompression hinkriegen. Und dazu muss ich im Prinzip hier nur mit der Peak Reduction hier an dem Regler drehen, wenn damit wird beim LA2 quasi die Kompressionsrate eingestellt. Nicht die Rate, sondern die Menge an Kompression. Die Kompressionsrate ist hier fest verdrahtet im LA2. So, jetzt hören wir mal kurz.
Ah, jetzt kommt er ziemlich spät, aber er kommt. Ne, so, nur so die Spitzen abfangen. Und dann können wir hier mit dem Gain noch ein kleines bisschen den Level auffangen. Aber wir gucken mal, dass wir das jetzt mit dem Schlagzeug zusammen machen, damit wir nicht zu laut werden an der Stelle. So. Passt schon, ne? Von vorne hier. Na, ich glaube, die Grundlautstärke war schon ungefähr passend, ne? Ah, komm, ein kleines bisschen mehr noch. Mit dem Gain. Nach Geschmack. So, also das haben wir jetzt grob eingestellt und sind damit jetzt bestens vorbereitet auf die nächste Aufnahme, die wir dann in der nächsten Woche machen. Wie gesagt, Keyboards oder Gitarren, ich habe mich noch nicht entschieden. Du kannst dich überraschen lassen, wenn du es nicht verpassen willst. Lass wie gesagt ein Abo da, klick schnell auf den Abo-Knopf, vergiss die Glocke daneben nicht, denn nur dann wirst du informiert, wenn das nächste Video herauskommt. Und falls du immer noch nicht auf den Daumen nach oben geklickt haben solltest, aber dieses Video dir einfach unfassbar gut gefallen haben sollte, dann mach das jetzt noch schnell und dann kommt auch gleich schon das nächste Video. Ich freue mich, wenn wir uns die Tage wiedersehen zum nächsten Video hier im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!